Ihnen kommen. Ich würde, Herr Mansfeld, gerne bei Ihnen anfangen. Gehen Sie ruhig zum Pult, da können wir Sie besser sehen. Kurz vor 5 Minuten geht die gelbe Fahne hoch und nach 5 Minuten die rote. Und dann machen wir einfach die Reihe durch. Bitte schön, Herr Mansfeld. Wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Christian Mansfeld. Ich bin hier Neubürger in Hettesheim, deswegen werden mich die meisten nicht kennen. Wir haben vor ungefähr einem Jahr in dem Gewerbegebiet unsere Firma hinangesiedelt, ein IT-Systemhaus. Wir sind direkt am Randbereich, sind also auch von der Bebauungsstufe 2 in dem Fall dann betroffen. Unser Gebäude ist wirklich genau an der Grenze zu dem, wo dann tatsächlich die großen Hallen auch angesiedelt werden. Dementsprechend bin ich Unternehmer auf der einen Seite, ich bin auf der anderen Seite direkter Anwohner. Wie soll ich mich verhalten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Brust schlagen einfach zwei Herzen. Ich sehe die wirtschaftlichen Chancen auf der einen Seite, die für unser Unternehmen im Konkreten, aber natürlich auch für die Gemeinde Hettesheim existieren. Ich sehe aber natürlich genauso die Risiken, die hier ja schon sehr breit und sehr viel diskutiert worden sind. Meine Teilnahme an diesem Dialogkreis habe ich deswegen beschlossen, weil ich mich grundsätzlich erstmal schlecht informiert gefühlt habe. Ich denke, das geht vielen so. Ich habe mich schlecht informiert gefühlt, weil ich oftmals das Gefühl hatte, dass die Meinungen, die dargestellt worden sind, nicht wirklich neutral dargestellt worden sind, sondern weil sie wirklich aus einem Blickwinkel, was erstmal wichtig ist, aber dann auch aus einem sehr extremen Blickwinkel dargestellt worden sind, meines Erachtens nach polemisch und auf einer teilweise fast schon unerträglichen Art und Weise. Mir ist es gelungen, in dem Dialogkreis dann mit verschiedenen Menschen zu sprechen. Mir ist es gelungen, in dem Dialogkreis mit verschiedenen Menschen zu sprechen. Das war auf der einen Seite natürlich die Vertreter der Gemeinde, das waren die Unternehmer der Firma Pfenning, das waren aber natürlich auch die Gegner des Projektes. Und musste feststellen, dass in kleinen Kreisen alles wirklich nette Menschen sind, mit denen man reden kann, mit denen man diskutieren kann, auch im positiven Sinne diskutieren kann. Ich stehe hier oben als Neutraler, natürlich habe ich mir eine Meinung gebildet zu diesem Projekt, aber die spielt erstmal keine Rolle. Ich stehe hier oben als Neutraler, weil ich eigentlich eine Bitte an Sie habe. Meine Bitte lautet, hören Sie genau zu. Hören Sie zu, wer sagt was und ordnen Sie dann das ein, was gesagt wird, in die richtige Position. Weil natürlich diejenigen, die für das Projekt sind, das Projekt in den höchsten Tönen loben und diejenigen, die gegen das Projekt sind, wettern gegen das Projekt. Das ist ganz klar. Aber hören Sie zu, informieren Sie sich, versuchen Sie die Zahlen und die Fakten, die wir hier teilweise bekommen, versuchen die für sich selbst zu bewerten. Das ist mir ganz wichtig. Kleine Anmerkung am Rande. Ich wurde als Abtrünniger bezeichnet. Das fand ich faszinierend. Ich bin ein Abtrünniger. Gut. Wie kommt sowas zustande? Ich habe es gewagt, möchte ich schon mal sagen, beiden Seiten zuzuhören. Ich habe es gewagt, Fragen zu stellen an die Firma Pfenning und ich habe es gewagt, Fragen zu stellen auch an die Organisationen, BUND, Grüne, alle, die dazugehören. Und das ist etwas, was ich eigentlich nicht wirklich als mutig empfunden habe, aber wenn mich jemand als Abtrünniger bezeichnet, dann ist das das Allerletzte, was es überhaupt hier gibt. Und deswegen fordere ich Sie wirklich auf, hören Sie endlich auf mit diesem unerträglichen Polemik, die hier herrscht, hören Sie wirklich auf. Machen wir es andersrum. Hören Sie einander zu. Reden Sie miteinander, bilden Sie sich eine Meinung und lassen Sie die Meinung der anderen ebenfalls zu. Ganz wichtig, ohne gleichen Grabenkämpfe zu verlangen. Wir leben hier in Deutschland, es ist ein Land von Demokratie, von Freiheit, insbesondere auch Meinungsfreiheit, das ist mir sehr wichtig. Ich wünsche uns in diesem Sinne heute Abend
eine Diskussion, eine sinnvolle Diskussion, ohne Lügen, ohne haltlose Behauptungen, ohne Polemik, einfach mit dem Hintergrund, dass wir uns alle als Bürger und Anwohner von Heddesheim eine fundierte und ordentliche Meinung bilden können und diese dann am 20. ist heute, genau, dann auch tatsächlich dann bilden können und damit abstimmen können. Ich bin gleich am Tag.